Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play oder Let's Show, je nachdem wie man es nennen will, von Odyssey 2. Gestern ist ja ein neuer Bus rausgekommen, der Neoplan M4421 Centro Liner Euro 3. Und ja, ich bin ihn schon ein Stück gefahren und ich muss sagen, der hört sich ziemlich nice an. Jo. Jetzt checken wir ihn nochmal aus. Türen. Ich finde den Bus gar nicht so schlecht. Jo, nur die Spiegel, die... Hier ist es ein bisschen Slow Motion gemacht. Aber egal. Auf jeden Fall finde ich die Kasse hier interessant. Enid Evert irgendwas. Ja, finde ich auf jeden Fall nice. Das Ganze fahren wir auf Gärten. Auf der 13 Bahnhof Rotmühle. Und ja. Ey, das Fenster zu knallt. Bam. Bam. Jo. Kombi-Elbe-Sounds sind auch mega gut. Die hört sich nach VDV an. Haltewunsch-Sound ist auch interessant. Ey, der Motorsound, der ist geil. Chopper Sounds auch geil gemacht. Handling ist auch gut. Kann man nicht meckern beim Handling. So, die Türsteuerung ist auch interessant. Erste Tür. Dann aber die dritte Tür. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Ja. Ich mach die Freigabe jetzt rein. Gehen beide Türen auf. Zumachen kann man die zweite Tür Emma, allerdings bitte. Auch manuell. Hier. Allerdings nur, wenn ihr die Freigabe raus habt, weil sonst passiert. Das hier? Ah, doch nicht. Ah, jetzt funzt es also. Na gut, nicht? Die Sitzposition ist auch sehr angenehm. Seht ihr das? Meine ich, Spiegel ist von Tempo her etwas in Slow Motion. Jo. Ihr habt ja allgemein zu wenig Neoplan-Fahrzeuge in Odyssey 2. Finde ich. Also, hallo. Ja einmal Schüler bitte. Hallo. Danke. Einmal Schüler bitte. Danke. Will noch jemand raus? Nee, okay. Dann können wir uns den Sound mal von innen anhören. Ja, von außen. Der hat auch ein ZM-Eckomat der Getriebe. Download-Link zum Fahrzeug tue ich euch natürlich
in der Beschreibung packen. Okay, den Sound finde ich ein bisschen ulkig. Dashboard Textur ist auch mal was Interessantes. So ein lila Farbton. Was ich jetzt sehe, korrigiert mich, wenn falsch. Handling wirklich sehr, sehr gut. Gut, im Großen und Ganzen kommt er jetzt nicht so an. Wenn man in Stadtbus oder in Bremer ran oder Morphe Facelift. Aber schon finde ich guter gelungen. Wirklich. Bremsverhalten ist auch sehr gut. Guten Tag. Eine Tageskarte. Sounds sind auch gut. Also dein Passer-Sounds. Ja, es rückelt hier. Die Sounds sind halt aus Standard MAN. Hupe auch, aber ist ein alter Bus. Kann man schon nicht meckern. Endenanzeige funktioniert leider nicht. Die Piktogramme hier finde ich auch wirklich sehr scharf. Ohne Witz. Kann man alles gut erkennen. Ist leider nur eine Textur, was ich sehr schade finde. Wäre natürlich gut, wenn man den noch funktionsfähig bekommen könnte. Jo, Gelenktextur auch gut. Das könnte ja ein bisschen schärfer sein. Die Gelenkplatte oder Teller oder wie man es nennt. Jo. Am meisten gefallen mir, wie gesagt, die Polter-Sounds an dem Bus hier. Ja, wisst ihr, eigentlich bin ich kein Fan von ZZF Ecomat. Aber bei dem Fahrzeug hier hat es was wirklich, ohne Witz. Scheibenwischer finde ich auch ulkig gemacht. Guten Tag. Aber die Sounds von den Scheibenwischern sind schon gut. Spiegelkombination ist auch sehr interessant für mich. In Österreich haben sie bei N, glaube ich, da den Standard MAN-Spiegel. Also den Standard Boxhandschuh-Spiegel. Dann da rechts halt den Spiegel. Ich kann das Fahrzeug empfehlen. Ist nicht perfekt, aber im Großen und Ganzen. Jawohl. Wurde hier geblitzt, egal. Das ganze fahren wir hier über BWS Multiplayer. Name und Link zum Betrieb sind Name zum Betrieb sind in der Beschreibung. Was mich aber stört, hier ist ja eine Fahrplanpalette, also Fahrplanhalter, aber da ist irgendwie kein Fahrplan drauf. Und die Pedalen hier erscheinen mir auch irgendwie komisch, also irgendwie klein. Aber es sind halt die Kleinigkeiten. Ist ja auch noch eine V1. Bin ja immer gespannt, ob es eine weitere Version vom Bus hier geben wird.
interessiert mich hier ja mal, ob bei euch auch Leopard-Busse fuhren oder immer noch fahren. Bei uns in München wurden die ab 2008 abgeschafft. Hallo. Und der erste Niederflur-Gelenkbus Münchens war 1987 so ein Neoplan N4 irgendwas. Den als Solo-Variante gibt's auch. Wieso fährt die Orchestra hier? Und wie hat der keinen Hof drinne? Okay. So, da bin ich wieder back. Wirklich, der Karren ist sehr empfehlenswert. Klar könnten die Tektonien natürlich noch besser sein, aber... Und das vielleicht noch ein bisschen runter, aber passt schon. Es reicht für ein Omni-2-Fahrzeug aus, finde ich. Aber das mit dem Fahrplan hier könnte man vielleicht wirklich fixen. Nächster halt Eisenbahnerheim. Lenkrad könnte ja natürlich auch runter sein, aber es passt schon. Und Abfahrt. Ah, ne, ich hätte abbiegen müssen. Egal. Boah, fährt der Scheiße. Mann, haltet eure Fresse da. Boah, fährt der Scheiße. Der fährt ja toll. Nase voll, der Michael Schumacher, ja? Ein bisschen ruhiger fahren. Manfred, du kannst gleich selbst fahren. Sehr gefühlt zu geben. Da könnt aber noch mal die Shepard-Sounds hören. Die fahren aber schlecht. Fahren? Haltet eure Fresse. Ah, das finde ich auch geil. Und zwar haben sie es hier hinbekommen, dass die Kamera sehr gut. Anders fahren? Die fahren aber schlecht. Hier vertue ich mich immer wieder auf der Karte. Na gut, ja, die Fahrgäste werden hier gegrillt.
fährt der Scheiße. Der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Wie gesagt, eure Meinung zum Bus. Und ja, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Würde mich auch mal interessieren, was ihr von dem Bus hält. Aber sehr schöner Sound. Sitzmodelle gefallen mir auch. So, Bahnhof Roten wieder. Heißt Endstation. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und mein Fazit zum Bus ist, der ist empfehlenswert. Und ja, wünsche ich euch noch was. Wir hören uns im nächsten Video. Bis dann. Bye, bye. Thank you.